Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Furor Warrior und dazu war ich mittlerweile auch in der Lage, diese Challenge abzuschließen. Und da wollen wir uns jetzt einmal angucken, einmal das Gear, dann die Skillung, die Consumables, so ein bisschen die VZs und dann natürlich den Kampf an sich. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein mit dem Gear. Ich habe mir hier wie bei den anderen Challenges auch wieder ein bisschen was gebastelt und zwar das Mist of Pandaria Craft Gear, was sich hier in dem Fall einen Schmied herstellen kann. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass wir das auf Item Level 54 erhöhen können mit so einem Handwerker mal. Und dann haben wir hier halt einfach ein paar Sockel drin, die wir sockeln können. Ich habe jetzt hier Crit gesockelt, war noch für die Arms Challenge. Eigentlich braucht man Tempo als Furor, ich habe das jetzt einfach drin gelassen. Die Challenge ist aber sehr, sehr leicht, deswegen ist es fast egal, ihr braucht euch eigentlich da gerade nicht großartig ein Gear craften, bloß falls ihr es wissen wollt, falls ihr euer Gear dennoch perfektionieren wollt für, könnt ihr hier einmal auf die Stats gehen, erstmal Stärke, dann das Beste soll Haste sein, Mastery, Crit und Versa, also mit Ding war ich jetzt, mit Crit war ich jetzt eher im unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen, aber es hat auch damit funktioniert. Selbstverständlich solltet ihr dann auf die Ringe auch kein Crit, sondern Tempo fortsetzen und die restlichen Verzauberungen könnt ihr eigentlich soweit übernehmen. Wir haben einmal Stärke auf die Hände, dann Ausdauer und Vermeidung habe ich auf dem Rücken, dann die Werte habe ich quasi auf der Brust und das Allerwichtigste, was euch hier durchcarried, ist die Verzauberung Kreuzfahrer. Wie kriegt der Kreuzfahrer hier drauf? Und zwar, ich habe hier zwei Items, das sind Account-Items, die könnt ihr euch einfach zum Beispiel ein IF beim Händler kaufen. Und die schickt ihr zu einem Level 1 Char, der Level 1 Char bastelt dann die Kreuzfahrerverzauberung drauf und dann schickt ihr die wieder zu einem Max Level Char und dann werdet ihr durch die Challenge, so wie ich auch, durchgecarried, weil ihr seht, 73% meiner Heilung ist quasi durch Kreuzfahrer. Und man sollte erwähnen, in der Challenge tötet man viele kleine Gegner, also den Siegesrausch kriegt man eigentlich ständig geprockt, aber trotzdem ist das allermeiste, was ich an Heilung habe, tatsächlich über die Kreuzfahrerverzauberung und das carried euch einfach irre durch. Also egal, was ihr für Waffen ihr habt, es wird ja eh runterskaliert auf Stufe 50, nehmt die Account-Waffen, schickt die zu einem Level 1-Char, haut euch Kreuzfahrer dann drauf, schickt die wieder zurück und das carried euch durch. Ich habe die Challenge tatsächlich First Try geschafft und wahrscheinlich nur deswegen, ihr werdet es gleich im Video sehen, gut habe ich nicht gespielt, habe davor noch nie einen Furivori gespielt, aber die Verzauberung bringt es tatsächlich. So, dann schauen wir uns einmal noch die Trinkets an. Halt, stopp. Ich habe mir einmal hier die verheerte Samenkapsel mitgenommen. Das ist einfach ein Trinket, wo man eine RE-Fläche legt. Habe ich auch in dem ein oder anderen Video schon gezeigt. Und die bekommen wir aus dem smaragdgrünen Albtraum. Und zwar ist das der Raid hier in Legion. Genau, in Legion. Und zwar smaragdgrüne Albtraum hier vom ersten Boss Nitendra. Da könnt ihr auch Bonus-Rolls mitnehmen und das Bonus-Rollen droppt aber relativ gut. Und das zweite Trinket, was ich genommen habe, ist Krummzahn Klingens Horn, so rum. Und das ist ein Account-Trinket bzw. ein Erbstück. Das kann man leider nicht mehr erhalten. Wenn ihr es noch habt, könnt ihr es nehmen. Ist gegen Dämonen ganz gut, weil ihr einen 10% Damage-Buff kriegt. Habt ein paar Sekundär-Stats drauf. Wenn ihr es nicht habt, ihr könnt auch irgendein anderes Trinket als Zwei-Trinket nehmen. Sonderlich wichtig ist es hier ehrlich gesagt nicht. Dann zur Skillung. Ich habe hier einmal Frischfleisch mitgenommen. Dann haben wir doppelt Held besser. Massaker, Kriegsbemalung, Grausamkeit, den Klingensturm. Und hier Aggressionsmanagement. Das sind die Talente soweit. Dann kommen wir zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit der großen Fläschchen des Tiefensogs. Dann verdunkelt der Wettstein auf beiden Waffen einmal drauf. Dann mit den Rippchen, die bringen Crit. Ja gut, ihr solltet nicht mit dem Crit-Dingern spielen, sondern wie gesagt mit Tempo. Aber ich wollte Gold sparen und hatte noch Crit rumliegen, deswegen habe ich Crit genommen. Besser sollte Tempo hier für die Fury Challenge sein. Dann eine Verstärkungsrune. Dann sollte man sich den Schlachtruf raufhauen, das habe ich blöderweise vergessen, hat aber trotzdem geklappt. Dann haben wir Kriegstrommeln dabei, welche nimmt, ist egal. Und ich habe den Trank der ungezügelten Wut gespielt. Das ist tatsächlich der Trank, der am meisten Damage macht. Makros habe ich mir keine erstellt. Ihr könnt euch wieder ein Makro basteln, wie ich es bei den meisten anderen Challenges gemacht habe. Euren Damage-CD plus Pot und Drums, dass ihr das quasi nicht vergesst, aber notwendig ist das ehrlich gesagt nicht. Gut, dann gehen wir rein in die Aufnahme, hätte ich gesagt. Und zwar muss ich mal gucken, die haben wir hier. Ich hatte ja nur einen Try.
Genau, also ihr seht schon, ich habe relativ lange gekämpft, weil ich ein bisschen was verkackt habe. Wir werden das vielleicht auch ein bisschen durchjumpen, aber wir wollen ja auf die kompletten Fähigkeiten drauf eingehen. Wichtig, am Anfang haut eure Wettsteine drauf, vergesst es nicht, ist ein bisschen extra Schaden, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der Boss labert am Anfang erst so ein bisschen und dann wird er erst angreifbar, ihr könnt schon mal hinlaufen und vergesst den Shout nicht, ich habe jetzt blöderweise hier keinen Shout gezogen, macht schon ganz gut was an Damage aus. Sodala, nachdem der Boss hier fertig gelabert hat, könnt ihr ihn angreifen und dann spawnen erstmal drei Wichtel. Das sind drei so, ich nenne sie jetzt mal Feuerwichtel. Die casten einfach nur so einen Feuerblitz auf euch. Die solltet ihr relativ schnell töten. Heißt, eht die weg. Ihr könnt die auch mit dem Bladestorm weckerehen. Ihr könnt ihn euch aber auch aufheben, bleibt sich relativ gleich. Einfach versuchen, die möglichst schnell umzuhauen. Und dann könnt ihr auf den Boss dealen. Wichtig ist, hier von hinten kommen zwei kleine Wichteldiener. Und diese Wichteldiener solltet ihr am besten nicht so wie ich so DPSen, sondern ihr chargt die an und tötet die so schnell wie möglich. Was machen diese Wichteldiener? Die laufen zum Boss hin und channeln den Cast und heilen den Boss dadurch wieder. Ihr könnt die zwar interrupten, ist aber teilweise ein bisschen gefährlich, weil ihr später den Boss interrupten müsst und die kommen immer wieder und wenn ihr die interruptet, kriegt ihr vielleicht das Problem, dass ihr dann den Boss nicht interrupten könnt. Heißt, besser die nicht interrupten, tötet die, bevor die am Boss dran seid, dran sind. Am besten, sobald die kommen, einmal ranchargen und dann den zweiten Charge für das zweite benutzen. Dann seht ihr, hat der Boss hier so ein Schild, das müsst ihr schnell möglichst runterhauen. Und wenn ihr das runtergehauen habt, könnt ihr seinen Cast interrupten. Deswegen solltet ihr den Interrupt ein bisschen sparen. Denn solange ihr diesen Cast channelt, kriegt ihr relativ viel Damage. Wir pausieren jetzt hier mal ganz schnell. Ein kleiner Tipp, den ich gesehen habe, es gibt hier den zerschmetterten Wurf und der haut ganz gut Schaden raus, vor allem gegen Ziele mit Absorbschild. Und es ist ein Absorbschild und damit kriegt man eigentlich instant auf. Hat 3 Minuten Cooldown, heißt, das könnt ihr nicht für jedes Absorbschild machen. Die kommen etwa jede Minute, aber für jedes dritte. Einfach so ein kleiner Tipp am Rande. Da könnt ihr dann vielleicht noch ein bisschen was an Schaden rausholen. Dann seht ihr, haben wir hier jetzt einen Haufen kleine Wichtel, die noch gespawnt sind. Die kommen auch alle in Minute. Und hier ist es so, dass die dem Boss jeweils einen Buff geben, dass er immun gegen jeglichen Schaden wird. Ihr müsst diese lila Wichtel quasi schnellstmöglich töten, dass der Boss wieder angreifbar wird. Die hauen auf euch auch Cast drauf und dementsprechend müssen die halt schnell weg. Für diese lila Wichtelwelle solltet ihr am besten euer Kapseltrinket ziehen, falls ihr euch das geholt habt. Das hat nämlich auch eine Minute Cooldown. Könnt ihr also bei jedem Mal einmal einsetzen und dann halt den Bladestorm, wenn ihr ihn ready habt, oder eure anderen AE-Fähigkeiten, dass ihr die einfach so wegkriegt. Ja. Zusätzlich haben wir dann noch diesen kleinen Wichtel, der zwischen rein spawnt. Wir werden ihn gleich nochmal sehen, das ist der Rauchende und der verfolgt euch immer. Und sobald er an euch rangekommen ist, wird er explodieren. Das könnt ihr zwar outrange, also könnt ihr ein bisschen weglaufen, aber wenn er explodiert, dann hinterlässt ihr so eine Slowzone. Und die mag jetzt erstmal nicht so gefährlich klingen, aber sie ist halt sehr nervig. Ihr seht, wenn ich hier durchlaufe, ich werde schon ziemlich weggeslowt. Und ihr kriegt halt auch ein bisschen Schaden in der Slowzone. Ihr müsst hier relativ viel rummoven, weil es immer mal wieder so Schatteneinschläge gibt. Und wenn ihr es hier mit diesen Wichteln verkackt und die ganze Zone hier voll voidet, dann habt ihr irgendwann ein Problem. Also ihr solltet eigentlich gucken, sobald der rauchende Wichtel spawnt, dass ihr den sofort angreift, weghaut. Sobald er seinen Cast anfängt, also seinen Explosionscast, könnt ihr ihn auch nochmal interrupten. Mit einem 4 zum Beispiel geht das. Oder ihr schaut halt, dass ihr ihn einfach schnell umboxt. Ja, das geht auch. Ihr seht, hier kommen wieder diese kleinen Wichtel. Dann haben wir nochmal den Rauchenden, der hier nebenbei gespawnt ist. Er ist jetzt direkt neben mir gespawnt. Ich habe ihn jetzt einmal gefeiert, einmal den Cast interrupted und weiter auf den Boss. Ja. Das Schild solltet ihr, wie gesagt, möglichst schnell aufhauen. Wenn es bei euch so läuft, wie es bei mir gerade, dass diese zwei Wichtel vorne dran stehen und auf dem Boss casten, macht erst die Wichtel weg. So viel Schaden kriegt er tatsächlich von dem Boss nicht, während er das channelt. Das ist ätzender, wenn die ihn wieder voll heilen. Zumal, ihr seht, ich bin eigentlich relativ stabil mit dem Leben. Das einzige Mal, wo viel Damage reinkommt, ist, wenn diese ganzen kleinen Wichtel spawnen. Hier könnt ihr aber mit dem Siegesrausch euch jedes Mal wieder hochheilen. Und, wie gesagt, der Kreuzfahrer oder die Kreuzfahrerverzauberung, die carryt euch eh hoch. Ne? Also das ist alles gar kein Stress. Jetzt spawnen nochmal die Wichteldiener von hinten, die wieder möglichst schnell umhauen, dass die quasi den Boss nicht voll heilen. Wir haben auch wieder das Schild drauf. Schild runterhauen, Boss interrupt. Und jetzt kommen wir relativ nah in der Hälfte vom Leben vom Boss, und zwar in der 50% Marke. Und hier ist es so, sobald der Boss 50% Leben erreicht, portet er sich nach oben. Ja? Hier ist das Spiel eigentlich genauso wie vorhin. Wir haben wieder selbige Fähigkeiten, nur hier kommen noch ein bisschen was dazu. Wir haben hier erstmal diese Meteoriten, die runterfliegen.
Und diese Meteoriten, von denen solltet ihr euch nicht erwischen lassen. Die hauen euch etwa 50% Leben runter und sie stunnen euch. Ja? Währenddessen seid ihr etwa 3 Sekunden gestunt. Also wenn ihr euch davon erwischen lässt, das ist so das Schlimmste, was hier passieren kann. Da solltet ihr auf jeden Fall gucken. Dann haben wir noch, seht ihr diese lila Einschlagsflächen? Also ihr seht, da haben sie mich gerade erwischt, 50% live. Das tötet dich als Warrior hier tatsächlich nicht unbedingt. Es ist aber sehr suboptimal, wenn ihr euch erwischen lässt. Und ihr seht, bei mir casten die hier öfter durch. Ich bin mit den Fähigkeiten noch nicht so ganz klar gekommen, weil es mein erster Try war. Und ich hoffe, ihr spielt es ein bisschen besser und braucht keine 10 Minuten, um den Boss runterzuhauen. Aber selbst wenn ihr lang braucht, das geht aus. Ein kleines Problem habt ihr, wenn ihr lang braucht. Und zwar der Boss, es steckt sich, wie ihr hier seht, wenn ich den Boss nochmal gleich ins Target nehme, einen Buff hoch, dass er immer mehr Schaden verursacht. Also umso länger ihr braucht, umso mehr Damage verursacht der Boss. Solange ihr 2-mal Kreuzfahrer drauf habt, soll es aber dennoch kein Problem sein. Was ich sagen wollte, hier haben wir nochmal zusätzlich neben den lila Flächen diese grünen, aus denen müsst ihr einfach rauslaufen. Wenn euch die mal erwischen, ist es auch nicht sonderlich wild. Ich habe davor die Feuermage-Challenge gespielt. Wenn man von einem Magier erwischt wird, ne, oder mit einem Magier erwischt wird, dann droppt man schon ein bisschen runter und man kann sich ja nicht mehr hochheilen. Beim Worry nehmt 1-2 Voids mit, der Kreuzfahrer proc und ihr seid wieder voll. Also da ist es nicht so ein Drama. Wenn ihr jetzt mal irgendwie noch so einen Heilmob töten müsst oder versucht diese Kleinen zu killen und dann in der Void drin steht, da sterbt ihr nicht dran. Ne? Aber ihr solltet natürlich, wenn es geht, aus dem ganzen Mist rauslaufen. So, der Boss ist jetzt auf ein bisschen unter 40. Wichtig ist, wenn der Boss so zwischen 35 und 30 ist, fängt er an, sich wegzuporten. Okay, bei mir hat er sich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen früher weggeportet, wahrscheinlich, weil ich auch einen Ticken lang gebraucht habe. Und dann portet er sich nach hier unten. Hier ist es quasi dasselbe Spiel. Fähigkeiten bleiben gleich. Das Einzige, was sich quasi ändert, ist, dass die Ads hier jetzt oben spawnen und runterlaufen. Hier seht ihr, da sind wir wieder mit den beiden Ads. Ich habe mich gerade schon wieder von dem Meteor treffen lassen. Und ihr solltet es halt echt versuchen, dass wenn die Ads oben schon spawnen, dass ihr sie direkt uncharged, dass ihr dementsprechend die einmal damit kurz am Boden festnagelt, ne, und dann schon mal tötet, dass die den Boss nicht immer wieder hochheilen, weil der Boss ist jetzt bei mir schon wieder über 40% geheilt, also das ist echt ein wenig suboptimal. Als kleinen Tipp kann ich euch noch geben, wenn es euch einfacher fällt, könnt ihr euch auch hinter den Boss stellen und einfach hin und her laufen, dann habt ihr diese Meteoriten da ein bisschen besser im Auge. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden tatsächlich, weil ich immer ein bisschen mit der Kamera ein Problem kriege, wenn ich hinter dem Boss stehe, dass mir die Kamera das komisch hochdrückt und dass ich dann weniger sehe. Ne? Das ist aber ein bisschen eine Einstellungsgeschichte. Und ihr habt gesehen, ich habe auch vergessen, nochmal den Pot zu drücken. Vergesst es nicht, einfach nochmal hier potten. Ihr werdet wahrscheinlich über 5 Minuten spielen. Wahrscheinlich keine 10 Minuten wie ich, aber 5 Minuten müsstet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall zusammenkriegen. Dann könnt ihr wenden, wenn der Boss nach oben geht, also nach 50%, oder wenn er nach unten geht, nochmal den Pot reinhauen. Und ja, das ist es eigentlich großartig an Fähigkeiten. Wenn ihr dann so lange braucht wie ich, dann portet der Boss sich wieder hoch, dann könnt ihr ihn oben wieder angreifen, er portet sich wieder runter. Das Spielchen geht dann immer hin und her. Zu lang solltet ihr aber auch nicht brauchen, weil wie gesagt, wir haben hier einen Stack, der immer weiter hochstackt. Und wenn der mal auf 50 Stacks ist, dann klatscht der Boss euch auch schon ordentlich rein. Also da mal ein bisschen gucken. Dann haben wir hier nochmal die ganzen kleinen Wichtel gespawnt. Wie gesagt, am besten immer Kapsel-Trinket aufbewahren. Und wenn ihr Bladestorm ready habt, den Bladestorm da auch nochmal reindrücken. Ihr seht, wenn ihr es hier mit den Wichteln verkackt habt, könnt ihr die theoretisch auch vieren. Wenn die nah zusammenstehen, kriegt ihr auch beide weggeviert. Dann verhindert ihr einfach so ein bisschen, dass die Heilung durchgeht. Und wenn ihr den kleinen Explo-Wichtel nicht mehr tot kriegt, könnt ihr den auch outrangen, einfach ein bisschen weglaufen von ihm. Und dementsprechend kriegt ihr da zwar den Schaden nicht ab, aber ihr habt dann halt diese Void-Fläche. Ne? Und ihr seht, das habe ich hier schon alles zugevoidet, eher suboptimal. Was ich jetzt auch gerade noch gezogen habe, ist der Heiltrank. Den am besten auch mitnehmen. Wie gesagt, ihr heilt euch zwar relativ gut hoch hier, es gibt aber immer mal Phasen, wenn die ganzen kleinen Wichtel am Start sind und ihr dann vielleicht noch so einen Kometen fresst, dass der Heiltrank euch dann noch ein bisschen supporten kann. Ihr könnt hier auch ein paar Spell reflecten, das könnt ihr auch noch benutzen, habe ich jetzt eher weniger gemacht, weil die meisten Spells tatsächlich relativ wenig Schaden machen und es jetzt hier keine großen Spells gibt, die ihr unbedingt wegreflecten müsst. Gut, das war es eigentlich soweit von meinem Kill. Jetzt kann ich mal gucken, wir können jetzt noch ein bisschen vorspulen. Ja, genau, bei mir hat sich der Boss dann nochmal nach unten geportet. Und ich würd euch raten, sobald der Boss um die 10% habt, bis auf die Heilwichtel, ne, könnt ihr dann einfach die anderen ignorieren, durchziehen und den Boss umklatschen. Ja? Also das Problem ist, wenn ihr dann immer weiter die Wichtel tötet, habt ihr halt irgendwann die Problematik, dass ihr vielleicht nicht mehr nachkommt. Und ja. Aber wie gesagt, solange ihr Kreuzfahrer draufhaut, alles kein Problem. Gut, das war es eigentlich soweit mit den Fähigkeiten und mit dem Bosskampf.
Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Sollten noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.